Gut, herzlich willkommen hier beim Alternativen Polizeikongress. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Eröffnung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht. Ich bin Abgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament. Bin auch selber hier für Hamburg und Schleswig-Holstein und Niedersachsen zuständig. Und ich bin Mitglied im Innenausschuss und im Rechtsausschuss im Europäischen Parlament. Seit 2 Jahren dort tätig und habe in dieser Zeit, in meinen 2 Jahren jetzt als Europaabgeordneter, mich immer wieder darum bemüht, die Perspektiven oder neue Perspektiven auf die Polizeiarbeit in Deutschland, in Europa, vor Ort und auch international so ein bisschen zu öffnen und vielleicht auch mal Leute zusammenzubringen, die sonst nicht so häufig zusammenbringen. Und den Gedanken zu diesem Kongress habe ich gehabt, als ich selber eingeladen wurde, kurz nach meiner Wahl ins Europäische Parlament zum Europäischen Polizeikongress des Behördenspiegels. Und da saß ich dann mit ganz vielen anderen Polizisten und mit vielen Polizeipolitikern und Innenpolitikern und habe ganz andere Perspektiven eingebracht als die, die da so vor allen Dingen anwesend waren. Und habe danach ganz viele Polizisten gehabt und ganz viele Besucher bei diesem Europäischen Polizeikongress, die mir gesagt haben, ihre Positionen und ihre Gedanken, die müssten eigentlich mal stärker bei uns mit eingebracht werden und vielleicht sollte man darüber mal diskutieren. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, gemeinsam mit einigen anderen Grünen hier auch diesen Polizeikongress dann Realität werden zu lassen, den Alternativen Polizeikongress, sozusagen ergänzend dazu, wo man mal so ein bisschen andere Perspektiven kennenlernt, vielleicht auch die sozusagen, die eher aus grüner Perspektive erarbeitet wurden in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten schon, weil die Grünen ja immer wieder sich auch in diesem Feld getummelt haben. Natürlich vor allen Dingen bei den Fragen, was ist sozusagen der rechtsstaatliche Rahmen und was sind die, wie kann man sozusagen auch starke Bürgerrechte gewährleisten, wenn es um Polizeiarbeit geht. Und im Europäischen Parlament haben wir jetzt auch mit dem Vertrag von Lissabon eine neue, besondere Verantwortung, was all diese Fragen angeht. Es gibt jetzt auch mehr Gestaltungsspielräume auf europäischer Ebene. Und meines Erachtens ist es deswegen auch allerhöchste Zeit, dass sich auch Europaabgeordnete und die europäische Ebene viel stärker mit diesem Thema beschäftigt. Und wir wollen das aber sozusagen von allen Ebenen betrachten. Ich glaube, dass es deswegen vor allen Dingen wichtig ist, das neu zu denken, weil die Herausforderungen der Globalisierung und der Digitalisierung uns in allen Bereichen eigentlich gerade sichtbar werden und insbesondere bei der Frage einer effektiven Kriminalitätsbekämpfung und und der Schaffung von Sicherheit neue Herausforderungen stellt. Und deswegen glaube ich, dass das dringend notwendig ist und dass es auch möglich ist, da neue europäische Wege zu gehen für eine bessere, für eine gute Polizeiarbeit. Die Frage ist natürlich, was ist eine gute Polizeiarbeit? Diese Frage haben sich auch schon, wie gesagt, auch schon Grüne gestellt und es gab aber bisher noch keinen Ort aus unserer Perspektive, wo das mal einmal zusammengetragen und diskutiert werden konnte. Und das ist so ein bisschen der Wunsch, den ich jetzt hier auch mit hatte, so einen Ort zu schaffen, wo man eben auch, gerade wo wir als Grüne ja jetzt vor Ort und in den Ländern und auch sogar im Bund immer größere Verantwortung übernehmen müssen und auch schon übernommen haben, natürlich eine spannende Frage, weil wir in dem Bereich sozusagen ja in der Vergangenheit oft auch als immer so ein bisschen als die Kritiker und die sehr viel auch dagegen waren, natürlich wahrgenommen werden, obwohl das meines Erachtens gar nicht so ist. Also wir haben ganz viele Broschüren gefunden, wo Grüne auch schon mal Positionen bezogen haben zu Polizeipolitik, aber wollen die hier jetzt auch die Inhalte vielleicht hier jetzt auch mal zusammentragen und diskutieren und sind ja als Grüne auch an vielen Stellen eben immer wieder in Auseinandersetzung über die Fragen von Freiheit, Sicherheit und Recht.
Und nun bin ich ja selber recht junger Abgeordneter und ich bin mir da nie zu schade, auch mal ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Und als ich mir über diese zentralen Fragen der Zukunft der Polizeizusammenarbeit und die Chancen einer alternativen Polizeipolitik Gedanken gemacht habe, ist mir der Titelsong der Sesamstraße eingefallen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Und das sind auch die Fragen so ein bisschen, die, an denen ich mich orientiert habe, natürlich schon dann auch mit Inhalten verknüpft, nämlich die drei Kernfragen. Erstens, wer entscheidet in Zukunft über Polizei und Sicherheit? Wie wird eine kontrollierte und bürgernahe Polizei gewährleistet? Und was kann bei Konflikten zwischen Staat und Bürgerinnen getan werden? Das sind die drei Fragen, die mir dann eigentlich gekommen sind und die auch immer wieder auftauchen. Das Wieso, Weshalb, Warum wird uns dabei natürlich die ganze Zeit begleiten. Das ist bei einem alternativen, bei vielleicht auch einem kritischen Ansatz immer durchaus angebracht. Aber angesichts dieser grundsätzlichen Fragen freue ich mich dann doch, dass es uns gelungen ist, dann eine ganze Reihe von recht hochkarätigen Gästen und Referenten hier gewinnen zu können für diesen Kongress und anderthalb Tage diese Fragen diskutieren zu können. Und freue mich, dass wir dann heute mit einem sehr interessanten Panel einen Auftakt haben und freue mich neben dem Input-Referat, das wir von Professor Dr. Gusi bekommen, dann auf die anschließende Podiumsdiskussion, moderiert von Ines Pohl, der Chefredakteurin der TAZ. Und heute Abend haben wir dann noch das Gespräch mit Erik Töpfer, den ich vor allen Dingen im Zusammenhang mit seinem Buch Sicherheit und Überwachung in urbanen Räumen kennengelernt habe. Ein spannendes Thema und da werden wir mit ihm darüber diskutieren können, heute am späteren Abend, nachdem wir dann auch einen kleinen Empfang hatten. Und ich freue mich, dass wir trotz dem morgen parallel stattfindenden Sonderparteitag der Grünen auch einige grüne Expertinnen und Vertreter hiermit begrüßen können, unter anderem den ehemaligen Justizsenator von Hamburg, Till Steffen, der hier auch schon ist, und auch den ehemaligen Justizsenator von Berlin, Wolfgang Wieland. Und ich möchte mich gleich zu Beginn auch bedanken bei der innenpolitischen Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion der Grünen hier in Hamburg, Antje Möller, mit der ich hier in Hamburg sehr eng zusammenarbeite und die uns auch hier mit begleitet hat bei der Organisation dieses Kongresses, und natürlich auch bei meinen Mitarbeitern, insbesondere bei Tobias Peter und Corbinian Deuchler, die da hinten in der allerletzten Reihe gerade stehen und für alle Fragen zur Verfügung stehen, die organisatorischerseits hier anstehen und ohne dieser Kongress sicher nicht stattgefunden hat. Und in diesem Sinne freue ich mich auf auch darüber, dass Sie so zahlreich schon erschienen sind, kommen bestimmt noch mehr dazu, und ich freue mich auf angenehme Diskussionen, spannende Diskussionen, und wünsche uns allen einen guten alternativen Polizeikongress. Und da wir auch noch zwei Grußworte haben, möchte ich die gleich übergeben, wobei ich eines hier an den Computer übergeben werde, weil Claudia Roth, unsere grüne Bundesvorsitzende, angesichts des morgigen Sonderparteitags heute leider dann nicht bei uns sein kann, hat sie uns aber ein kleines Begrüßungsvideo geschickt, das ich dann hier abspiele. Und im Anschluss wird dann Agnes Tjaks das Wort bekommen, der hier stellvertretender Landesvorsitzender der Grünen ist und auch in der Bürgerschaftsfraktion für die Grünen ist. Okay, vielen Dank.